haben schon etwas aufgeholt. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn wir die Plätze tauschen würden. Jetzt habe ich mich schon so an dich gewöhnt, dass... Ach ja? Na gut, ist ja sowieso schon. Oh, mir fallen die Haare runter. Gut, so geht es. Und schmal, ja? Geht das? Vorsicht! Ich hab's, ich hab's! Nein! Warte einen Moment! Halt mal! Okay, sitz hier fest! Nein, so geht's nicht! Ich hab meinen Fuß. Das geht nicht! Verdammt nochmal, ich hab doch im Kino gesehen, wie sie das machen! Oh mein Gott! Duck dich oder du hast eine Beule so groß wie ein Haus! Du, Vati, irgendwie fahren wir offen. Er ist so klug. Schneemann, was machen deine Stimmbänder? Sind gehört wie die von Elvis. Ich mach mir nur Sorgen wegen Gottfried. Noch ein bisschen und der frisst mir die Armaturen ab. Der guckt mich dauernd so komisch an, ich glaube, er hat die Hungerpanik gekriegt. Wo bist du jetzt gerade? Etwa 16 Meilen diesseits von Mississippi. Au, 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 au. Ich bin gerade eben wieder an so einem Kollegen von Kojak vorbeigekommen. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Nest. Wo steckst du? Hey, Baby! Ich versuche immer noch, diese fette Brühwurst aus Texas abzuhängen. Ich habe keinen Dunst, was er überhaupt will. Du weißt, was er will. Wie würde es dir gefallen, einer Legende Handschellen anzulegen? Okay, gib mir 5 Minuten. Ich werde meinen Hirsch mal ein bisschen auf Trab bringen. Ich treffe dich dann unten am Fluss. Wäre auch besser, sonst können wir den Kohlen den Abschiedskuss verabreichen. Und wer will das? Ich will's nicht und du willst es nicht. Bye-bye. Wenn du was Grades mit Blättern dran siehst, das ist ein Baum, fahr dran vorbei. Sing mal ein Lied, Gottfried.